Herzlich willkommen. Wir haben heute bei Lucify.ch Itziar Maragnon, eine von der Organisatorinnen des Kollektivs Frauenstreik Bern. Herzlich willkommen und ich möchte mit dir gerne über das Ereignis am 14. Juni 2021 sprechen. Was ist der Unterschied zwischen der Streik am 2019 und dieses jetzt und 2021? Für uns als Kollektiv und für viele Feministinnen, es war ein Anfang von dieser feministischen Bewegung, die nochmals Impuls genommen hat in der Schweiz. Hat die Corona-Krise ziemlich die Organisation beeinflusst, jetzt dieses Jahr? Dieses Jahr fand ich auch ziemlich wichtig, weil dieses Jahr aufgezeigt hat, was die Kollektiven fast alleine bewegen können, trotz allem, trotz Corona, trotz, dass sie nicht seit so lange am Laufen sind, nicht nur in Bern, sondern in vielen weiteren Orten der Schweiz. Und dass doch viele Leute sich mobilisieren, dass doch viele Leute sich gegen Sexismus, gegen Gewalt engagieren wollen und dass es doch dass eine nachhaltige Bewegung ist. Und die Forderungen, die wir haben, die wir vor 2 Jahren hatten, die Frauen vor 30 Jahren hatten, viele Forderungen, wichtige Forderungen sind immer noch da als Forderung, weil wir sie noch nicht erreicht haben. So, es gibt noch viel zu tun.